Willkommen zurück. Wie lange ist es her? Da haben wir bei Infinity Battlescape reingeschaut. Aber durch das Kaufempfehlungsvideo, was ich gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass da noch Interesse herrscht. Wir haben ab und zu schon mal nach News reingeschaut, aber bei den Gaming-Seiten gibt es nichts, was darüber berichtet wurde. So haben wir uns die Hauptseite von Anova Studios mal angesehen und sind zum Schluss im Forum gelandet, wo doch vieles aufgeklärt werden konnte. Nicht nur die großen Schlachten im Infinity Battlescape Spiel sind stark, sondern auch die Diskussion im Forum. Und zwar gab es einen Brief an die Entwickler, wo sich beklagt wurde, was falsch läuft in diesem Spielentwicklungsprozess. Nämlich die schlechte Kommunikation der Community, die, wie nicht alle wissen, schon sehr viele Jahre existiert. Es war hauptsächlich geplant, ein riesiges Infinity-Universum zu bauen, nach dem Vorbild von Elite Dangerous zum Beispiel. Aber Jahre darauf passierte von der Entwicklung nichts, sodass vorläufige Projekt gemacht wurde, nämlich Infinity Battlescape, der ein Prototyp ist für das immer noch geplante Infinity-Universum. Vorab dürfen wir hier nicht vergessen, dass die Community von Infinity nicht einfach nur Leute sind, die das Spiel einmal gekauft haben, sondern Investoren sind, die Geld hier reingebuttert haben. Auf der Seite sehen wir, dass zur Kickstarter-Kampagne jetzt 349.988 Euro eingenommen wurde von 6.329 Unterstützer/Investoren. Das ist nicht wirklich viel Geld, muss man sagen, für so ein Projekt. Das nur mal vorab, dass man mal weiß, wie dieses Projekt mitfinanziert wurde oder wird. Also um zum Forum zurückzukommen. Bei dem Brief wurde seitens der Community gesagt, dass hier unbedingt ein Community Manager gebraucht wird. Der CEO Cave von Anova Studios sagte, dass da kein Geld für über wäre und das Geld lieber ins Spiel investiert werden müsse. Die Community schlug vor, einen von sich aus zu wählen oder dass diese Community Manager ja nicht Vollzeit am Ball bleiben müsste. Darauf schlugen die Entwickler vor, wo man sagen muss, dass sie im Forum sehr aktiv sind, was man von anderen Entwicklern so nicht sieht, dass man auf dem Discord-Server eine Sitzung veranstalten wird, wo die Fragen der Community beantwortet werden. Seitens der Community gab es natürlich auch schwarze Schafe, die einfach mal gebannt wurden, zum Beispiel Cyberkritik, der doch Unruhe reinbringt und gegenüber neuen Spielern das Spiel schlecht redet. Der wollte natürlich von nichts wissen, aber wie man hier weiterliest, war das schon berechtigt. Anova Kate, also der CEO, um auf den Fortschritt des Spiels zu kommen, sagte dieses Jahr 2020, dass noch viele Bugfixes im Spiel Probleme machen und bearbeitet werden. Was für erfahrene Spieler leider noch unsexy ist, wie er sagt. Und dass wir noch Monate unsexy Arbeit haben, bis es richtige Content-Updates geben wird. Flavien, einer der Entwickler von Anova Studios, sagte noch, dass wir kein Problem mit der Kommunikation seitens der Community haben, wie vor der Kickstarter-Kampagne. Und dass wir hier vor 150 Updates sitzen, neben wir hier reden. Um zum Schluss zu kommen, dieses Projekt existiert aber schon 14 Jahre, mit Ableger wie On Earth, die nie gekommen sind. Und die jetzigen Spielerzahlen sagen ein eindeutiges Bild über das Interesse, weil fehlender Spielfortschritt und so weiter. Dieses Jahr, also 2020, wird noch Bugfixes geben und vielleicht noch Schiffsupgrades. Aber die Content-Updates kommen wahrscheinlich erst 2021. Da wissen wir, wann wir erst etwas Größeres hier erwarten können. Ich bleibe aber dabei, dass das Spiel Potenzial hat und auch Gelder reinkommen werden durch den Verkauf der Anova Engine, wo andere Entwickler schon Interesse haben könnten. Das darf natürlich nicht vergessen werden. Wir bleiben auf jeden Fall dran bei diesem Spiel und wenn ihr kein Video verpassen wollt, lasst ein Abo da und über ein Like würde ich mich natürlich auch freuen. Das soll es gewesen sein, bis zum nächsten Mal.